Aloha, meine Lieben, und willkommen zur Episode 10 ist das, glaube ich, schon. Von 7 Days to Die. I hope I don't have to die alone. So. Wir bauen gerade unsere Hütte für die Forge. Die Forge sollte man immer außerhalb seines. Da unten ist ja unser Domizil sozusagen. Man sollte die immer außerhalb hatch. Was brauche ich denn für ein Vault Hatch? Ah, alles klar. Immer außerhalb platzieren. Habe ich noch genug? Ah, ich brauche noch ein paar Wood Frames. Machen wir nochmal 20. So, ich meine, Rübchen hat dann hier eins ausgelassen, damit sie hochkommt. Und dann hier irgendwo dann eine Hatching gemacht. Ich verbessere die aber erstmal, bevor ich die... Damit die stabil sind, wenn ich das dann zubaue. Ich glaube, ich muss mir da auch eine Fackel hier reinmachen oder so. Wo die Forge drin ist. Alles klar. Ja, das ist jetzt ein bisschen langwieriger Prozess jetzt hier, aber das könnte so gerade reichen, das Holz. Hier kommen die, glaube ich, nicht hoch. Das ist natürlich gut, wenn du sowas baust. Man soll ja auch eigentlich nicht in vorgefertigte Häuser gehen, weil wohl so fertige Hütten im Laufe des Spiels die Heatmap so unglaublich erhöhen. Das Ding ist halt, wenn man alleine spielt, machen solche Baufolgen überhaupt nichts aus. Ich hoffe, dass es euch auch nichts ausmacht, weil sonst ist 7 Days to Die auch eher schwierig. Wenn ich hier diese ganzen Bausachen rauslasse, dann hat das eigentlich überhaupt keinen Sinn. Ich hoffe, dass euch das nicht stört. Wie gesagt, ich finde das immer sogar sehr beruhigend, bei sowas zuzuschauen. Aber ob es euch da auch so geht, das weiß ich natürlich nicht. So, da vorne kommt die Hatch hin. Ja. So, ich hoffe, dass mir das jetzt nicht hier zusammenkracht. Dann kriege ich, glaube ich, die Krise. Es müsste aber eigentlich genug Standhaftigkeit von allen Seiten haben, weil das hier nicht so groß ist. Es gibt ja immer ein Gewicht, was man da dranhängen darf, bevor es zusammenstürzt. Mir ist ja mal in unserer alten Hütte alles irgendwie zusammengekracht. Das war ein bisschen Schissel. Hast du das letzte Ding gesetzt, hast super viel Arbeit gehabt, dir ganz viel Mühe da reingesteckt und dann kracht die ganze Kacke zusammen. Ey, da hatte ich mal kurz schlechte Laune, du. So. Boom. Hier kommt jetzt die Wooden Hatch hin. Warum so tief? Was soll das denn? Warum kann er die nur so tief setzen? Wie soll ich denn da jetzt rauskommen? Moment mal, das stimmt doch was nicht. Jetzt komme ich ja hier nicht raus. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so clever hier von mir gewesen. Hallo? Da oben kann ich keins mehr hinsetzen, ne? Nee, das ist, nee, Moment. Da habe ich jetzt irgendwie nicht drüber nachgedacht. Das muss ja auch noch weg. Ach, das ist jetzt natürlich geil, dass ich das gerade verbessert habe. Oh, wow.
So, dann muss ich nämlich da hoch, dann hier rüber. Okay. Die ist kaputt. Dann nehmen wir die. Oh, wie ätzend. Als hättet ihr nicht schon genug Kloppe, was ihr euch hier anhören müsst. Jetzt müsst ihr auch noch Dummheitskloppe euch anhören. Aber ich wusste nicht, dass man die hatcht. Ich dachte, ich kann die jetzt hier oben hinsetzen. Aber vielleicht... Vielleicht geht's auch und ich habe mich einfach nur angestellt. Ist nicht auszuschließen, meine Lieben. Ist nicht auszuschließen. So. 5. Ich mache hier nochmal. Nee. Alles lassen wir jetzt so. So. Was packen wir denn hier mal rein? Wir packen das hier rein. Wir nehmen die Wood Frames, weil die, und dann den Clay packe ich jetzt auch schon mal rein. Weil die wohl am langsamsten verbrennen. Das ist zwar so ein bisschen Ressourcenverschwendung. Oh, das ist aber nervig hier. Moment mal. Ich muss mal eben... Weil ich hänge hier total funky immer drin. Ich hoffe, ich mache jetzt nicht die Forge kaputt. Du weißt ja, dass sie irgendwie wegglitscht oder so ein Shit. Oh. Okay, dann können wir das auch noch da reinpacken. Das machen wir auch nochmal. Wird mir gerade warm, oder? Ah ne, ich kann einfach nur nicht mehr. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier ein Frame reinsetzen können. Ne, können wir noch nicht. Hier unten aber. Aha. Naja, egal. Wir machen jetzt noch eine Chest. Eine Secure Storage Chest. So. Die bappen wir hier in die Ecke. Da tun wir dann Zeug rein. Ich unlock die mal, falls mal irgendwann das Rübchen hier mit am Start ist. So, dann packen wir den... Nein, den Clay hier noch mit rein. So, und ich gehe jetzt noch mal ganz kurz Eisen abfarmen. Und packe es direkt dann auch hier rein. Okay. Bitte keine Hunde, bitte keine Hunde. Ja, seht ihr hier? Das ist doch scheiße. Hier haben wir so ein halbes Loch da drin. Okay, hier können wir die Steine abfarmen. Das Eisen und so. Ich weiß, dass wir noch in die Stadt müssen, Leute. Das habe ich nicht... Oh, 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 oh. Das habe ich nicht vergessen. Das machen wir auch gleich. Vor allen Dingen müssen wir da jetzt gleich Stein und so reinpacken. Oh Mann, ich will keine Hunde, ich will keine Hunde, ich will keine Hunde, ich will keine Hunde, ich will keine Hunde. Ich meine, wenn man sie hört, ja, die hört man meistens so spät, dann ist es schon echt meistens zu spät. Deswegen muss ich jetzt öfter mal aufhören und horchen. Okay. Wir machen hier Getöse 1000. Die kommen dann auch in Horden. Also Hunde-Hordentag heißt wirklich, die kommen dann in Gruppen zu weiß ich nicht wie viel. Und dann ist Kacke. Und ich glaube, die spawnen auf jeden Fall mal in der Nähe. Man kann
manchmal wegrennen. Wenn man genug... Also am besten hat man Kaffee am Start. Gegen die kämpfen ist meistens eine... Okay, eine sehr schlechte Idee. Weil zu so vielen und einen kriegst du auch mal weggeschlagen. Aber viele Hunde... Deswegen packe ich mir mal hier die Kids auch da unten hin. Damit ich mich schnell wieder aufpushen kann. So, wie viel haben wir? 150, das ist schon mal gut. Wir sammeln weiter. Da müssen auch Steine rein. Für Zement und so. Und wie gesagt, dann können wir uns gleich Eisenwerkzeuge machen. Wisst ihr, wie viel schneller das dann geht? Das ist unglaublich, wirklich. Mit Eisenwerkzeugen. Das ist das Erste, was wir uns gleich herstellen. Ernsthaft. Und wie gesagt, dann können wir eine Hoe machen, dann können wir auch anbauen. Und dann haben wir, müssen wir nicht immer jagen gehen, um was zu essen, sondern dann können wir uns auch sowas wie Maismehl machen. Aus Maismehl können wir dann Brot machen. So, ich baller jetzt mal eben genug für die Forge. Ich mache noch, Woodframes. Davon brauchen wir jede Menge, um die zu... Machen wir hier mal noch 40. Kann er nebenbei immer craften. Wie spät haben wir? 11.45 Uhr. Das Ding ist halt, wenn wir in der Stadt sind, wo wir ja gleich hin müssen, da werden wir auf jeden Fall Hunde-Action kriegen. In der Stadt sind meistens sowieso schon Hunde unterwegs. Und dann noch am Hundetag. Egal, hier spawnen die Steine alle aus dem Nichts. So gefällt mir das. Bisschen funky, aber besser als keine Steine. Nehme ich auch die Geistersteine. Und Höhlen haben wir auch in der Nähe. Das ist gut für Potassium und Kohle. Und die, das brauchen wir beides, um Schuss für die Pistole herzustellen. Doch vorher müssen wir auf jeden Fall scavengen gehen. Oh, sorry, Leute. Müssen wir auf jeden Fall scavengen gehen, weil wir Rezepte finden müssen. Um diese ganzen Waffen und so herzustellen. Also um das, besser gesagt, die Munition auch. Oh. Alter, ich mich jetzt erschreckt, ey. So. Zurück zur Forge. Wie viel haben wir hier noch drin? Ne, hier brauchen wir noch jede Menge Zeug. Ich glaube, das lasse ich hier komplett drin. Der Clay. Eigentlich müsste ich hier Stein reinpacken. Vor allen Dingen müssen wir scavengen gehen. Wisst ihr warum? Damit wir hier diese Tools finden. Ich weiß gar nicht, ob ich theoretisch schon Forged... Ich guck mal eben, ob ich Forged Iron machen kann. Geil. Kann ich schon. Da machen wir mal. Wie viel kann ich machen? 20? Damit können wir eine Eisenschaufel machen, eine Eisenpickaxe machen. Das ist richtig gut. Ne, wir machen noch mehr. Wir machen noch mal. Okay, 7 geht bis jetzt nur. Ach, das verbraucht auch Clay. Das Forged Iron. Ah, also brauche ich den Clay auch unbedingt zwingend. Ja, das ist schon mal gut zu wissen. Oh oh. Ja. Okay. Ich bin sensed. Bitte schlagt euch hier nicht durch. Oh oh. Habt ihr so gehört? Da ist ja so ein halbes Loch da drin. Können die sich dann da durchschlagen? Das wäre ganz scheiße.
Oh oh. Oh oh. Okay. Gib mir das Hydration? Nein. Ich muss mal eben was trinken. Ich muss jetzt beide Golden Rod Teas trinken. Okay. Okay. Muss ich von außen reparieren, alles klar. Ich weiß jetzt nicht, ob hier noch mehr am Start sind. Ja. Das habe ich vergessen, die Hundehöhe. Moment, ich muss aber mal eben ganz schnell die auseinandernehmen. Zumindest ein bisschen Animal Hide davon. Ja, ihr seht, wie scheiße das ist, ne? Okay, die unteren. Fuck. Ja, jetzt kann ich quasi meine Shotgun wegtun. Weil die bringt mir jetzt gar nichts mehr. Shit. Ich mache hier mal eben. Das ist. Es sieht jetzt zwar total bescheuert aus, aber diese Ecke ist mir echt nicht geheuer hier. Die verbessere ich nochmal eben. Also, das wird nicht die einzige Horde für heute gewesen sein. Gut, dass ich die Shotgun hatte. Ich muss jetzt. Ich muss jetzt. Mal ganz kurz. Ach nee, jetzt können die ja hier hoch. Ich Doofkopf. Nee, das muss ich anders machen jetzt. Das muss ich jetzt hier komplett hoch machen. Ich bin so schlau, echt. Damit die hier nicht hoch können. Ja, das mache ich noch. Also das müssen wir noch um unser ganzes Haus machen. Ich glaube, ich muss jetzt aber echt mal eben loslaufen. Ganz kurz zurück ins Haus. Und Zeug abladen. Und dann muss ich Murky Water holen. Auch wenn ich jetzt dann in Anführungsstrichen einen Tag verschwende, aber es geht nicht anders. Oh nein, jetzt geht der Scheiß schon wieder los hier. Okay, das nervt hammermäßig. Alter. Was soll der Scheiß, Mann? Das nervt.
Ich mache jetzt noch ein Leiterstück hin. Oh, und die Zeit schwindet, echt. Nee, das muss anders gehen. Das ist halt echt ein Problem, dass das nicht geht hier. Okay. Oh, wow. Was ein Kackdreck. Okay. Zumachen, damit die Hunde hier nicht reinfallen. So. Nichts mehr zu trinken, ne? Gar nichts mehr. Okay, ich muss auf jeden Fall los. Das packe ich hier hin. Das tue ich da rein, das tue ich da rein. Das. So. Die lasse ich auch mal fallen. So, ich muss jetzt los. Und ich muss dieses Wasser holen. Ich muss. Och, bitte. Ey, Leitern? Euer Ernst? Ah, was für ein Drama, ey. The drama with the mama. Jetzt habe ich natürlich die Shotgun noch dabei. Die tue ich mal schnell weg. Okay. Bitte keine Hunde. Bitte keine Hunde. Da muss ich gleich Bier trinken. Es ist einfach nur so unglaublich weit weg. Wir brauchen eine andere Wasserquelle. Ist hier irgendwo... Ich laufe mal so ein bisschen anders. Also wenn wir super, super viel Glück haben, was wir ja sowieso schon hatten die ganze Zeit, dann ist hier irgendwo auch noch eine Wasserquelle. Aber wir scavengen aber auch mal in die andere Richtung. Wenn uns jetzt natürlich Hunde hinterherlaufen, dann haben wir ein Problem, wenn wir jetzt schon außer Puste sind. Eigentlich darf man am Hundetag nie ganz leer werden. Von der Kondition. Oh, das ist ewig weit weg, die Stadt. Das ist echt Kappes, meine Lieben. Das ist richtiger Kappes. Wieso läuft sie jetzt nicht? Weil es bergauf geht, okay. Ich glaube, man kann wirklich besoffen werden. Oh, hier sind... Ist das eine kleine Horde? Nee. War das jetzt ein Hund auch mit dabei? Das ist zu weit weg. Es gibt bestimmt bei uns in der Nähe noch Wasser, aber jetzt eben zu suchen ist halt, wenn wir das entdecken, dann ist es okay. Da weiß ich, dass es jetzt einen Pool gibt. Nur wenn die Stadt jetzt natürlich voll ist mit Motherfuckern. Ich meine, nein, Motherfucker wollte ich nicht mehr sagen. Es tut mir sehr leid. Mit kleinen Schweinchen. Dann ist das sehr schlecht. Ich versuche hier immer so ein bisschen runter zu gucken. Aber manche Chunks bauen sich ja auch einfach nur super spät auf. Dann kann ich, dann sehe ich viel zu spät, ob hier irgendwo Wasser wäre oder nicht. Okay, 16.15 Uhr. Ich weiß jetzt auch nicht mehr ganz genau, wo die, wo das Dingen war. Der Pool. Meine Lieben, wir machen das in der nächsten Episode. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann. Aloha.